Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Saranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP Dragonflight mit unserer Druidin Lumia. Schön, dass ihr am Start seid und ja, wir befinden uns im Arati-Becken. Die Kenner unter euch werden es schon gesehen haben. Und ja, tatsächlich nehme ich das hier gerade direkt im Anschluss auf an die letzte Folge bzw. auch an die erste Folge. Und ja, habe ich jetzt an der Stelle tatsächlich Blut geleckt. So, dass ich jetzt auf jeden Fall Bock habe, weiterzumachen. Und, nee, warte mal, wir gehen hier mal kurz zum Gesundheitsstein. Den lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und, ja, ich habe Blut geleckt. Und ich zeige euch nochmal ganz kurz meine Talente. Da hat sich jetzt auch nichts dran verändert im Vergleich zur letzten Folge. Am Gear selbst hat sich auch nichts verändert. Wir sind immer noch auf einer Gegenstandsstufe von 316, 300, ich kann nicht mehr reden, 366. Und ja, das, was eigentlich im Großen und Ganzen noch fehlt, ist, sind hier die Schultern, Ringe, Taille fehlt, Hand fehlt. Also da fehlen schon noch so ein paar Sachen. Klar, Waffe auch in dem Fall. Also da müssen wir auch mal gucken, dass wir die unbedingt mal kriegen, weil die natürlich auch einen großen Unterschied macht. Ja, aber ansonsten sind wir auf 366 und ich hoffe, dass wir trotzdem irgendwie unseren Beitrag leisten können. So. Das wäre natürlich ultra fancy. So deswegen gucken wir jetzt mal, wo wir hingehen. Ich denke mal, die ersten werden sich jetzt vermutlich wahrscheinlich in Richtung... Ja, okay, die meisten... Ja, nee, komm. Ich versuche mal mit dem Hexer runterzugehen. Der hat wahrscheinlich auch Bock drauf. Maliz hier. Drachenverwüster. Gut, dann steppen wir mal mit dem Hexer runter. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und gucken mal, was wir anrichten können. Hier unten an der guten Goldmine. Da kommen auf jeden Fall zwei kommen da mit. Drei kommen da mit. Okay. Gut. Sieht schlecht für uns aus an der Stelle. Na gut. Wir gehen da jetzt. Ja gut, wir werden hier komplett auseinandergenommen. Das war ein bisschen dumm, da jetzt überhaupt zu fighten. Ich hätte einfach weglaufen sollen, aber ich wollte jetzt auch irgendwie unseren Mate da an der Stelle nicht im Stich lassen. Aber es war eigentlich zum Scheitern verurteilt tatsächlich. Naja, wir haben es versucht. Passiert alles. So, holen wir uns nochmal kurz mal den Ausdauer-Buff und dann machen wir mal einen Stepper. Ah, da kommen auf jeden Fall schon die Kollegen. Es kann gut sein, dass wir jetzt mal hier deffen müssen. Ansonsten sieht es wahrscheinlich eher schlecht aus. Das ist auf jeden Fall ein Parler hier. Da müssen wir drauf gehen. Der Kollege. So. Ja gut. Auch hier werden wir vermutlich nicht viel machen können. Ich versuche jetzt irgendwie noch hier Zeit zu schinden, aber auch an der Stelle ist vermutlich erstmal nichts zu holen. Aber wir sind hier irgendwie, bin aber auch gerade irgendwie genau an den Positionen, wo einfach nur komplett Hortler sind und die Allianz komplett unterlegen ist. Allein schon von der Personenanzahl. ja, gut, wir haben jetzt 3-2 Basen, ne? Das sieht erstmal in Ordnung aus. Sprich, wir haben ja erstmal die Oberhand. Okay, jetzt haben die Jetzt hat die Horde gerade den Hof von uns getappt. Ne, die Stelle, sorry. Ich würde sagen, wir steppen mal zur Goldmine, wenn wir es gerade irgendwie hinbekommen. Sollte eigentlich nicht allzu verkehrt sein. Und gucken mal, was da so abgeht. Wen haben wir denn hier? Den guten Henfeed? Sagen wir das so? Und die gute Maliz. So, zack. Und Munkengestalt an und wieder ein Stepper auf den Elysischen hier. Und ich würde mal sagen, wir reiten einfach mal kurz zur Mine. Obwohl, ne, wir reiten nicht zur Mine. Wir holen natürlich selbstverständlich den Punkt hier wieder zurück. Ja gut, der ist natürlich hier wirklich Kanonenfutter. Der ist hier wirklich Kanonenfutter. Zack. Wir müssen halt auch erstmal das natürlich auch so übelst nervig. Bei dem ganzen Ding hier. Deswegen gehen wir jetzt auch erstmal auf den Parler-Heal. Wir den natürlich erstmal loswerden müssen. Ah, scheiße. War der falsche Knopf. Ist der jetzt tot, oder?
Weiß es gar nicht. So, der auf jeden Fall. Das ist auch schon mal gut. Und ich buff hier noch einmal mal der Wildnis kurz nach. Ja, wenn jetzt natürlich alle hier abhauen, ist auch eher so semi-gut, ne? Also muss schon irgendwie am besten jemand deffen. Boah, ich weiß noch, wie fasziniert ich damals vom PvP war. Das war geisteskrank. Ich habe so gern PvP gespielt. Ich habe, glaube ich, von. Als ich Level 70 war, habe ich fast nur noch PvP gespielt damals, also zu WoTLK-Zeiten. Ich habe ausschließlich PvP gespielt, ich habe nichts mehr anderes gemacht, ich hab auch gar nicht mehr gequestet oder so, ne? Ich habe nur PvP gespielt. Ich habe mir irgendwie Gear aus den Dungeons geholt, also diese Armklinge von Augelmir und so aus Burg Utgarde damals. Die habe ich mir komplett reingezogen, ne? Dass ich auch irgendwie natürlich auch cool aussehe, zwei gleiche Waffen habe und so, und habe ich mich auch ultra strong gefühlt. Und dann habe ich quasi eigentlich nur durchgehend PvP gespielt und darüber natürlich dann auch letztendlich Erfahrungspunkte gesammelt und sowas. Aber es war natürlich äußerst ineffektiv, wenn man mal bedenkt, dass ich noch nicht mal Level 80 war. Es hat eigentlich theoretisch in der Hinsicht gar keinen Sinn gemacht. Aber ja, auf einer Seite war es dann letztendlich trotzdem cool. Und ja, wir schauen mal. Okay, der ist auch schon Full Gear hier. Herz von Azmerlaut ist auch cool. So. Den können wir hier mal ordentlich auf den Sack geben. So, wir sollten gucken, dass wir jetzt hier zumindest ein bisschen mal die Stellung halten. Das hat aber auf jeden Fall schon mal ganz gut geklappt. Und das ist halt das Geile am Druiden, ne? Du hast halt auch so unzählige Möglichkeiten zu spielen. Finde ich halt schon echt extrem cool an der Klasse. Aber wie gesagt, wir werden das zu Dragonflight auf jeden Fall so machen, dass wir ziemlich viele verschiedene Klassen spielen, wenn nicht sogar alle Klassen. Ob wir jetzt letztendlich tatsächlich alle Specs haben werden, ist seiner mal dahingestellt. Aber wir werden zumindest alle Klassen zocken. Und ja, definitiv komme, was wolle, so viel wie möglich ausprobieren. Das Krasse ist natürlich, ne, man hat natürlich äußerst viele Zeitprobleme, wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie alle Klassen zocken oder auch so viel wie möglich ausprobieren. Dann kommt man natürlich schon dazu, ein paar Probleme reinzugeraten, aufgrund dessen, dass ich ganz normal berufstätig bin. Und ja, ich hätte natürlich auch Bock auf Mythic Plus und PvE, ganz klare Sache, ne? Auch sowas hier wie die ganzen Stories und so, das ist natürlich auch eine Sache, die will ich auf jeden Fall spielen und mir auf jeden Fall angucken. Und ja, an der Stelle dann ist es tatsächlich auch schwierig, das alles unter den Hut zu kriegen. Das werden die meisten von euch nachvollziehen können. Ich überlege gerade, wo ich mal hinlaufen kann, ob ich irgendwie mal die Position wechseln soll oder so. Vielleicht mache ich mal einen Abstecher bei der Mine und guck mal, was da so abgeht. Okay, wir verpissen uns mal kurz. Okay. So. Gut. Kein Problem. Alles easy. Bleiben wir einfach in der. Bleiben hier einfach in der Bärform drin. Sollte eigentlich gar kein Thema sein. Und dann kriegen wir das eigentlich hier gut verteidigt. Trotz des eher schlechten Gears. Aber wie gesagt, das ist jetzt so. Krieger ist auch eine Klasse, die mich extrem reizt. Habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr gespielt. War aber tatsächlich damals meine Main-Klasse. Und habe ich zu Kata, MOP, hast du nicht gesehen, nur gespielt. Aber das ist natürlich hier schon anders geil. Die versuchen hier immer mal wieder die Flagge zu tappen. So, wir können jetzt hier mal kurz hinterher steppen, obwohl ich nicht glaube, dass der irgendwie noch lange überlebt. Deswegen können wir eigentlich auch letztendlich hier bleiben. Und wir halten mit unserem Druidenkollegen hier auf jeden Fall gut die Stellung. Und so langsam muss ich auch sagen, habe ich mich an die Hotkeys gewöhnt. Ich habe die ja zu Ende Shadowlands ein bisschen umgelegt und hier noch viel mehr eingefügt. Und so langsam muss ich tatsächlich sagen, gewöhnt man sich ein bisschen dran. Und aktuell sieht es auch relativ ausgeglichen, aber dennoch gut für uns aus, weil wir hier auch führen. Sprich an der Stelle auch echt nicht schlecht.
Und ich wäre halt gerne Full PvP-Gear. Ich guck mal ganz kurz. Sammlungen, genau, Dungeons. Und dann haben wir hier Season 1 Dragonflight. Oh, sieht auch sick aus. Boah. Geil, aber finde ich das Gladiator-Set sogar noch geiler, wenn ich ehrlich bin. Finde ich das Gladiator-Set sogar noch geiler. Aber sieht auf jeden Fall echt fancy aus. Man sieht, das ist eher auf Wächter oder Katze vom Stil her. Hat nicht so viel was mit einer Eule zu tun. Aber sieht trotzdem echt nice aus. Und was ich eigentlich gucken wollte ist, Sammlungen, Gegenstände. Ich habe übrigens mal in die Gilde rein, Namen zusammen. Was ich jetzt eigentlich wollte. Sets. Gab es da irgendwas für Ehre oder bin ich blöd? Hier, die Aspirantensachen. Okay, finde ich jetzt irgendwie nicht mehr. Gewölbe der Inkarnation auf mythisch. Auch nicht schlecht. Schlachtungsbose auch. Oh, grün. Boah, normal sieht auch cool aus. Boah, sehen alle echt Urelemente. Wütender Gewittersturm. Boah, das sieht auch cool aus. Kriegsmodus. Zivilistenkleidung von Valdraken. Schlachtrüstung der Tusker. Expeditionsausrüstung und Mausoleum der Ersten. Okay, gut, dann, ja gut, das sind die ganzen anderen Sachen. Ja, ich bin echt extrem gespannt. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwo, weiß ich nicht mal, ein bisschen Action machen oder so. Ich lasse den Kollegen mal alleine. Der wird das, glaube ich, hier schon auf die Kette kriegen. Und dann gucken wir mal, dass wir hinten irgendwie am Hof noch supporten. Weil ich meine, wir müssen ja auch nicht die ganze Zeit mit zwei Leuten deffen. Wir haben jetzt schon 778 Ehre, sprich wir können uns gleich wieder ein Teil kaufen. Dann irgendwie Handschuhe oder Taille, würde ich sagen. Oder wir sparen halt direkt auf die Waffe. Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Wäre vielleicht auch nicht so ganz verkehrt. So. Schade, dass sich die Sterneruption nicht auf mehrere Gegner verteilt. Das wäre natürlich auch extrem nice. Ist aber letztendlich leider nicht wirklich der Fall. Okay. Die haben mich jetzt auf jeden Fall hier schon gut auf dem Kicker. So. Aber wir können hier immer mal wieder reingehen und in die Bärform steppen. So, und hier nochmal ein bisschen drauf, dann kriegt der auch nochmal. Und damals wusste ich gar nicht, dass man sich hier bei der Inkarnation hier so bewegen kann. Das war mir damals tatsächlich gar nicht bewusst. So. Der kriegt jetzt hier auch erstmal so einen rein. Und wir sind jetzt natürlich hier sehr am Zergen so. Gar keine Frage. Aber an der Stelle tatsächlich auch vielleicht gar nicht so verkehrt, weil dadurch halten wir die hier ein bisschen zurück und beschäftigen die hier auch. So, jetzt gerade mache ich irgendwie nichts anderes außer zudotten. Ist gerade irgendwie ein bisschen lame. So, aber auch das kriegen wir hin. Dann können wir hier nochmal. Und dann können wir hier letztendlich auch nochmal den hier machen. Und dann hier auch nochmal einen Vollmond drauf.
So, auch an der Stelle. Das haben wir eigentlich. Also bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, wie ich spiele. Ich merke auf jeden Fall schon, dass ich Improvements habe. Das Ding ist halt auch, muss man hier ganz ehrlich sagen, ich werde natürlich jetzt hier auch so gut wie gar nicht angegriffen. Das ist natürlich auch noch ein Vorteil, den man hier hat. Wo ich auch sehr gespannt drauf bin, ist, wenn ich mal den Rufer ausprobiere. Im PvP, weil der ja auch nochmal was ganz anderes ist. Der kriegt übrigens auch nochmal eine Sterneneruption. Boah, das hat schon ordentlich. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, das war knapp. Das war richtig fies knapp. So, was wir halt aber eigentlich mal machen müssen, ist, müssen wir den Heiler oder so einfach mal einen CC reindrücken. Sollte ja eigentlich nicht so schwierig sein. Und hier jetzt ist mal wieder schnell aus dem Staub mal machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, aber nice. Es hat funktioniert. Wir haben gewonnen. War ein richtig cooles BG, fand ich. Boah, 10 Millionen. 19 Millionen Damage. Der Hexer hier. Und ich habe 4 Millionen. Ich dachte, ich bin schon gut dabei. Aber ich war ja mit meinen 4 Millionen echt noch im unteren Mittelfeld. Oder sagen wir es mal, eher generell Mittelfeld. Aber 19 Millionen. Alter Schwede. Ja, nice. Aber erster Win im Arati-Becken. War eine nice Runde. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, ein Abo da. Damit unterstützt ihr mich am meisten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit am Start seid. Haut da rein, euer Zeranos. Ciao, ciao.